Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Grate. Heute zeige ich euch eine idiotensichere Anleitung für einen perfekten Rinderbraten. Es gibt ein paar Tricks und Kniffe, auf die man achten muss. Und wenn man das beachtet, dann kriegt man direkt auf Anhieb den perfekten Rinderbraten aus dem Dutch Oven hin. Wie das funktioniert, erkläre ich euch heute Schritt für Schritt. Los geht's! Für unser Rezept brauchen wir nicht mehr als das, was jetzt gerade hier vor mir steht. Das bedeutet, wir brauchen natürlich ein Bratenstück. Da geht ihr einfach zu eurem Metzger und lasst euch von ihm sagen, welches Stück sich dafür eignen lässt. Ich habe jetzt hier ein sogenanntes falsches Filet. Ihr könnt aber unterschiedlichste Stücke nehmen, die sich als Bratenstück eignen. Das sind meistens die Stücke, wo man keine Steaks draus macht. Dann brauchen wir das klassische Suppengrün. Das sind Sellerie, Porree und Möhren. Zum Würzen könnt ihr ganz klassisch Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker nehmen. Oder wenn ihr es richtig ausgefeilt haben wollt, eine fertige Gewürzmischung. Bei dieser hier, wisst ihr, haben wir zusammen mit euch in einer wissenschaftlichen Studie die perfekte Abstimmung gefunden. Und auch wenn das Steak Perfection heißt, eignet sich das für dieses Gericht genauso perfekt. Dann fehlen jetzt nur noch vier weitere Kleinigkeiten. Und zwar ist es einmal Tomatenmark. Dann haben wir ein bisschen Öl zum Anbraten. Wir haben ein bisschen Rotwein zum Ablöschen. Den könntet ihr auch weglassen und stattdessen lediglich Rinderfond benutzen. Denn Rinderfond brauchen wir auch nochmal. Die gesamten Zutaten inklusive der genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung als Rezept verlinkt und auch nochmal als PDF zum Download. Starten wir jetzt direkt mit dem besten Teil und zwar mit dem Fleisch. Mein falsches Filet werden wir jetzt einmal richtig schön anbraten. Das funktioniert in Dutch Oven sowohl auf dem Gasgrill als auch auf dem Elektrogrill. Sogar im Herd drinnen funktioniert es. Wir benutzen heute unseren Kugelgrill, also Holzkohle. Ihr könnt es auch klassisch mit Briketts machen auf irgendeinem Stand für den Dutch Oven. Ihr habt alle Möglichkeiten. Die Hitzequelle bei einem Dutch Oven ist wirklich vollkommen egal. Zum Anbraten muss der Dutch Oven richtig knallig heiß sein, volle Pulle, egal welche Hitzequelle ihr nutzt, Vollgas geben, dann ordentlich Öl da rein und darin das Fleisch anbraten. Bevor wir das machen, würde ich jetzt das Fleisch allerdings noch von Sehnen und Fett befreien, dass wir wirklich außen komplett rundum nur Fleisch sichtbar haben. Ich habe jetzt hier bei dem falschen Filet hier noch so eine Fettschicht und eine Sehne noch darunter und all das werde ich jetzt mit einem kleinen Filetiermesser runtertrimmen, damit wir das Fleisch anbraten und nicht das Fett und die Sehne, weil wir wollen durch das Anbraten Röstaromen erzeugen. Und da wird häufig ein Fehler gemacht, welchen, das erkläre ich euch gleich am Dutch Oven. Ihr hört, wie es brutzelt und genau das müsst ihr hören und ihr dürft nicht zu schnell sein jetzt beim Anbraten. Ich sehe ganz häufig, dass Fleisch angebraten wird und dann ist es am Ende grau. Es hat vielleicht am Rand so ein paar Röstaromenstreifen, aber so richtig Röstaromen hat es nicht. Nehmt euch hier wirklich die Zeit, das Fleisch rundum richtig schön braun anzubraten, weil das gibt nachher Geschmack. Braun, nicht schwarz, aber auf keinen Fall grau, leicht gräulich oder ganz hellbraun, sondern wirklich intensiv braun. Wenn das Fleisch die gewünschten Röstaromen hat, dann kommt jetzt auch unser Suppengrün da rein. Klein gewürfelt in kleine Stücke rösten wir jetzt genau im selben Fett richtig schön mit an. Auch hier sollen Röstaromen rankommen. Dann kommt gleich noch das Tomatenmark hinterher. Auch das einmal richtig schön mit anbraten. Und dann löschen wir alles mit Rotwein ab und lösen die Röstaromen vom Boden des Dutch Ovens. Um die richtige Würze ans Gericht zu bringen, würze ich nicht nur das Gemüse und den Fond nachher, sondern auch das Fleisch nochmal selber. Jetzt, wo wir es rausgeholt haben, während wir die ganzen Schritte machen, bis das Fleisch wieder reinkommt, nehmen wir uns was von unserem Gewürz. Entweder ist es nur Salz und Pfeffer bei euch oder eben eine spezielle Würzmischung. Und damit würzen bzw. rubben wir einmal den Braten an sich auch selber. Wenn alles angebraten ist, dann würzen wir das Gemüse jetzt auch mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker oder wahlweise einer Gewürzmischung. Jetzt alles gut durchrühren und dann mit einem Glas Rotwein oder schon mal einem Glas von eurem Rinderfond ablöschen. Jetzt mit eurem Grillbesteck, ich habe jetzt hier meine Grillgabel, geht aber auch mit dem Pfannenwender und mit dem Kochlöffel oder, richtig schön die Röstaromen vom Boden und von den Seitenwänden beim Dutch Oven abkratzen. Wenn man dabei mit ein bisschen Gefühl rangeht, funktioniert das auch mit Edelstahl. Im Idealfall nehmt ihr natürlich vorbildlicherweise einen Holzlöffel, stellt euch einfach vor, das hier wäre Holz. Genauso simpel wie bisher geht es jetzt weiter. Den Rinderfond nutzen wir jetzt zum Aufschütten. Dann kommt unser Fleisch wieder rein. Wir schließen den Deckel, legen noch ein paar Kohlen oben drauf, damit wir für 2 Stunden eine gute Hitze haben. Wir wollen im Dutch Oven selber etwas über 120 Grad haben. Das heißt in der Umgebungstemperatur, je nachdem, was ihr für eine Hitzequelle nutzt, sei es jetzt der Gasgrill, Backofen oder. Ihr wollt ungefähr 150 bis 180 Grad Umgebungstemperatur haben. Hier drin herrscht sowieso dann nochmal eine andere Temperatur aufgrund der Flüssigkeit. Es gibt in den 2 Stunden jetzt genau 2 Tücken, also 2 Fehler, die dafür sorgen können, dass euer Braten nicht so gut wird, wie er werden könnte.
Fehler Nummer 1 und dazu auch Tipp Nummer 1. Es kann sein, dass jetzt im Dutch Oven die Flüssigkeit nicht heiß genug wird. Es sollte ganz, ganz leicht am Köcheln sein im Dutch Oven. Ob das so ist, könnt ihr nur rausfinden, indem ihr nach 15 Minuten einmal den Deckel lupft, einmal nachschaut und wenn dann die Flüssigkeit minimal am Köcheln sein sollte, dann wisst ihr, alles klar, wir sind auf der richtigen Bahn, schließt den Deckel wieder und dann könnt ihr getrost eine Stunde das Ganze in Ruhe lassen. Da kommt nämlich Fehler Nummer 2. Es kann sein, dass es zu stark köchelt und die Flüssigkeit zu wenig wird und deswegen das Ganze trocken wird oder sogar anbrennt. Damit das nicht passiert, nach einer Stunde einmal kurz nachgucken, ist genügend Flüssigkeit noch drin. Sollte sich die Flüssigkeit stark reduziert haben, dann kippt ihr ein bisschen Wasser wieder nach. Nichts anderes, nur Wasser, weil es hat sich ja auch nur Wasser verflüchtigt. Geschmack ist trotzdem noch in den Dutch Oven drin. Wenn ihr aber erst nach 2 Stunden nachseht und dann ist alles angebrannt, dann ist Hopfen und Malz verloren. Deswegen nach einer Stunde nochmal nachgucken und dann habt ihr nach 2 Stunden das perfekte Ergebnis und das seht ihr gleich. Pünktlich zum Abendessen ist der Braten jetzt fertig. 2 Stunden plus die Zeit, bis es anfängt zu köcheln, braucht es. Also knapp 2,5 Stunden solltet ihr einplanen. Dann ist der Braten richtig schön weich, allerdings noch nicht zum Pullen, also noch kein Pulled Beef. Als Beilage könnt ihr jetzt auch machen, was ihr wollt. Kroketten, Kartoffeln, Salzkartoffeln, Rosmarinkartoffeln, Bratkartoffeln, Kroketten und so weiter und so fort. Alles, was irgendwie aus Kartoffeln gemacht ist, geht. Reis würde auch gehen. Und für die Soße habe ich auch noch einen kleinen Tipp. Einfach den Fond, das heißt die ganze Flüssigkeit aus dem Dutch Oven, in einen kleinen Topf gießen, das zum Kochen bringen, ein Stück Butter reingeben, die Butter sich auflösen lassen und das dann nur noch eindicken. Dazu könntet ihr einen Esslöffel Mehl in einem halben Glas Wasser auflösen und das Schluck für Schluck dazugeben, das Ganze nochmal aufkochen lassen und dann habt ihr die perfekte Soße, die unglaublich aromatisch ist. Die Röstaromen hier aus dem Fleisch zusammen mit dem Suppengemüse und diesem frischen Gewürz, diesem frischen Pfeffer und allem, was dabei ist, riecht nicht nur unglaublich gut, sondern ich habe schon genascht, es schmeckt einfach genial. Und mir läuft das Wasser wieder im Mund zusammen, während ich hier rede. Deswegen probiere ich jetzt auch noch einmal für euch. Man sieht auch schon, wie die Fasern hier auseinandergehen und wie es tropft. Genauso muss ein Festtagsbraten sein, genauso muss ein Rinderbraten sein und das ist ein super simples Rezept mit Gelinggarantie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt und das Rezept euch unten in der Videobeschreibung nicht weiterhilft, dann kommt zu uns auf Facebook in die Gruppe Die Grill Community oder folgt uns gerne auch auf Instagram, da seht ihr so ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Solltet ihr irgendwas brauchen zum Thema Grillen, Outdoor Cooking, Dutch Oven und so weiter, verlinke ich euch unten die besten Angebote und unseren Store. Falls ihr eine Beratung braucht, kommt gerne vorbei. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.